Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Arma 3 Altes Live. Ja, es ist gerade ein bisschen dunkel hier, aber das stört mich eigentlich gerade gar nicht. Ich bin auch gerade sehr, sehr früh am Morgen, weil ich es leider gestern nicht geschafft habe, ein bisschen online zu sein, weil es da kleine Probleme gab. So, auf jeden Fall, ich hatte euch ja beim letzten Mal gesagt, ich habe mir einen Taro Fracht geholt und da steht das schöne Ding. Was ich jetzt allerdings gerade gemerkt habe, ich habe gar kein Nachtsichtgerät dabei. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ganz, ganz schnell zum Rebellenhaku fliegen, aber das ist direkt hier um die Ecke, 600 Meter, also das ist nicht wirklich weit weg. Ich habe jetzt gerade ein bisschen LSD gefahren. Werde das natürlich dann gleich noch verarbeiten und dann verkloppen und so. Aber ich dachte mir, ihr möchtet bestimmt auch mal sehen, wie der neue Jedi denn jetzt aussieht. Und darum habe ich mir den einfach mal ausgepackt. Der hat 800 Watt, das könnt ihr hier auch nochmal sehen. Der ist auch komplett voll mit LSD. Dann passt da glaube ich 200, ja 200 LSD rein. 800 ist halt das Gewicht. Ich meine aber eigentlich mal hätte man mehr reingepasst. Kann sein, dass die jetzt das LSD ein bisschen schwerer gemacht haben. Das weiß ich jetzt gerade nicht. So, jetzt sind wir ja auch schon fast da. Ich fliege übrigens ohne Auto, aber finde ich einfach zu blöd. Also, ganz ehrlich, ohne Auto, aber beziehungsweise wer mit Auto aber landet, naja. In manchen Situationen kann ich es ja noch einigermaßen nachvollziehen, aber in den meisten Fällen ist es einfach nur lächerlich. So, das ist glaube ich der Typ hier. Ja? Sag nicht, ich kann hier kein Nachtsichtgerät kaufen. Nein, kann ich natürlich nicht. Das ist natürlich schlecht. Dann muss ich mich jetzt auf meine Augen und auf den Scheinwerfer verlassen. Wenn man hier kein Nachtsichtgerät kaufen kann. Und ich habe jetzt keinen Bock extra noch nach Atira oder so zu fliegen. Ich will nicht als Co-Pilot, Mann. Pilotensetzer. Dann starten wir die schönen Motoren von unserem kleinen süßen Heli nochmal. Ich finde den richtig geil. Der ist von den Helis, die man sich normal kaufen kann, auch der mit der meisten Fläche, also mit der den größten, mit dem größten Plattform quasi. Da der hier 800 besitzt, ist dann noch ein Mohawk und der hat 600. Oder war das der Huron? Ich weiß nicht, ich glaube der Huron hatte 600. Der Mohawk hat glaube ich ein klein bisschen weniger gehabt. Aber der hier kostet natürlich eine ganze Stange Geld, 6,7 Millionen. Hat man nicht gerade mal so locker flockig dabei immer. Beziehungsweise hat man auch nicht immer so viel angespart. Wenn man denn schon so ein Riesenteil hat und damit dann noch Farm geht, dann geht es eigentlich relativ schnell. Ist auf meinem Konto echt ebbe gerade mal ein bisschen mehr als 2 Millionen, weil ich mich noch mal ein bisschen neu eingedeckt habe, waffentechnisch und so. Und da ist das sogar noch ein bisschen wieder runtergegangen seit dem letzten Mal, wo ich euch die LC-Base und so gezeigt habe. Ja, apropos LC, wir waren eigentlich verbündet mit den Jungs von EK und hatten quasi einen Krieg gegen DG, und dem habe ich aber leider überhaupt nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt so richtig bekriegt haben. Denn auf einmal sind LC und DK verfeindet. Und LC und CP, glaube ich, sind jetzt verbündet gegen DK. Also wirklich durch Blickenfüchter momentan sowieso nicht. Also ich weiß nicht, was da schon wieder abgegangen ist. Aber gut. Ich bin jetzt auch gerade auf dem Server ganz, ganz früh am Morgen. Ich habe auch gerade keine LC vom Namen. Da bin ich auch bloß nicht einfach so abgeknallt werde, weil das ist dann nämlich so eine Sache. Wenn ein Klarkrieg ist, dürfen die sich quasi jederzeit von oben schießen. Und da habe ich jetzt gerade überhaupt gar keinen Bock drauf. Deshalb bin ich zum Beispiel gerade komplett ohne Clan unterwegs. Jetzt ist ja sowieso nur noch ein weiterer Spieler da, also da glaube ich nicht, dass der ausgerechnet von DK ist und mich dann immer auf ihn schießt. Zumal, wenn er ja kein Clan-Tag hat, da war ja eigentlich mich auch gar nicht ohne weiteres über den Haufen schießen.
Weil man dann ja nicht weiß, ob er dann wirklich zu DK gehört. So. Dann, ja, die Landung sieht gerade ein bisschen kuppelig aus. Ich bin allerdings auch schon länger nicht mehr geflogen. Das ist quasi auch das zweite Mal, dass ich überhaupt mit dem Huron gerade auf dem Server hier spiele. So, ich markiere mir aber auch schon, also da ist LSD-Feld, hier ist LSD-Verarbeitung. Dann können wir es hier verarbeiten und hier verkaufen. Also ist alles in einem sehr kleinen Dreieck direkt quasi. Wir könnten zwar auch veredeln in... Da können wir es auch noch veredeln und verkaufen können wir es da. Allerdings bei zwei Leuten glaube ich nicht, dass wir da überfallen werden. Zumal ich habe ja auch eine Waffe auf dem Rücken, die macht richtig Bums. Die hat ein 338er, die hat 338er Kugeln, so, nicht Magazin. Und das haut doch ganz schön rein. Ist zwar nicht ganz so stark wie die Lynx, aber dürfte trotzdem reichen, um jemanden direkt One-Shot auf Kopf oder Oberkörper wegzuschießen, wenn sie nicht die DLC-Besten annahmen, weil das hier ist ja auch eine DLC-Waffe, die ein bisschen mehr reinhaut. Von daher sollte das eigentlich alles so funktionieren. So, ich hoffe, das bleibt noch lang genug so hell. Da oben steht auch der Mond, vielleicht spendet der uns auch gerade ein bisschen Licht, weil dann braucht man vielleicht doch kein Nachtsichtgerät. Das wäre nämlich gar nicht mal so verkehrt. Ich habe nämlich die Sachen, die ich gekauft hatte, auch bei mir ins Haus reingelegt, weil ich dann gesehen hatte auf der Homepage von den, vom Server, dass irgendwie auf einmal ein Clankrieg war, auf einmal mit Deka, und bevor ich da jetzt irgendwie abgeknallt werde oder jemanden abknall und dann ist der Clankrieg doch quasi nicht im Gange, sondern ist eine Fehlinformation, wollte ich lieber mal nachfragen und habe deshalb die Klamotten alle ausgezogen und habe leider beim Neuausrüsten, beziehungsweise ich habe die Sachen dann gar nicht aus dem Haus genommen, sondern ich bin dann einfach beim Rebellenlager gewesen und habe mir dann neue Sachen gekauft. Darum habe ich die dann jetzt quasi auch mehrfach, also die Waffen habe ich dann auch teilweise im Haus liegen, das heißt, wenn ich sterbe, brauche ich sie mir nicht unbedingt jedes Mal neu zu kaufen, sondern kann, wenn ich dann im Haus spawne, mich direkt dort neu ausrüsten. Und daher habe ich auch ein bisschen weniger Knete momentan, weil ich halt ein bisschen was ausgegeben habe gegenüber dem letzten Mal. So, mal gucken. Okay, reicht komplett schon. Das heißt, ich kann jetzt immer 16 aufheben und 16 wieder reinlegen. Beim Verarbeiten werden die dann sowieso ein bisschen kleiner, die Dinger. Das heißt, ich kann dann nachher mehrere, ich glaube 32 oder so kann man dann tragen, wenn die denn verarbeitet sind. Und dann tun wir sie nur noch strecken. Und dann können wir sie schön verkaufen. Und ich hoffe, ich kriege da wieder gut über eine Mille raus, wie beim letzten Mal. Wenn sie die Preise jetzt nicht geändert haben, beziehungsweise die Menge, weil das sah mir doch gerade ein bisschen wenig aus. Ich meine nämlich, beim letzten Mal war es mehr, was wir da an Gesamt-LSD hatten, aber naja, gut. Ich lasse mich mal überraschen. So. Zack. Und zack. Und so geht das jetzt leider eine ganze Weile, was zwar ein bisschen langweilig ist vielleicht für euch, aber es muss ja leider gemacht werden. Ja. Was sich sonst noch geändert hat, ist jetzt reingekommen, beziehungsweise ist, glaube ich, jetzt wirklich so, dass man anderen Leuten den Tank aussaugen kann mit einem Schlauch und einem Kanister. Gemacht habe ich es auch noch nicht. Gott sei Dank hat es auch noch keiner bei mir gemacht. Und jetzt quasi, wenn ihr dieses Video seht, ist das sogar, glaube ich, diesmal sogar der aktuelle Tag. Also quasi Samstag. Und zwar heute Abend ist auch ein Event, das dürfte dann wieder so um 20 Uhr stattfinden. Da wir uns nicht so richtig entscheiden konnten beim Community-Treffen, das war gestern, werden quasi zwei Sachen gemacht. Einmal gibt es einen Unterwasserkampf, wie der genau aussehen wird, weiß ich auch noch nicht, ob der mit
teilweise U-Booten sein soll oder nur jeder mit dem Taucheranzug und einer Ester und man beschießt sich unter Wasser, das weiß ich noch nicht. Und dann soll es noch einen Panzerkampf geben. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache und ich finde auch geil, dass das jetzt auch so regelmäßig so Events gemacht werden hier auf dem Server. Das zeigt natürlich auch, dass die Admins ja, wollen, dass die Community richtig viel Spaß hat und das ist ja auch was für die Community machen. Also ich sag mal, es gab, also ich war schon auf vielen alten Live-Servern, wo am Anfang ein paar Scripts schön gemacht wurden und danach tat sich gar nichts mehr. Und hier merkt man wirklich, es wird sich Mühe gegeben. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass denn hier auch demnächst noch mehr Leute auf den Server kommen. Ich glaube gestern, als ich mal kurz reinkam, also das Community-Treffen habe ich noch mitbekommen, aber danach habe ich nicht mehr wirklich viel mitbekommen. Konnte noch ein bisschen durch die Gegend fahren und dann hatte ich die Verbindung weg. Ach, der Eismarkt. Keine Ahnung, wer das ist. Also, ich kenne den jetzt gerade auch nicht so wirklich. Ist gerade gestorben. Das heißt, der wird uns jetzt sowieso gerade nicht ausrauben können. Das heißt, wir können auch ganz in Ruhe wirklich dann unter Atira das LSD strecken und auch verkaufen. Aber ich glaube auch nicht, dass der uns groß was hätte antun können. Zumal mit dem Heli können wir ja ganz gut spotten. Von daher sollte das eigentlich gar kein Problem sein. So, was gibt's denn noch so Tolles? Ich glaube, auf der Karte ist noch nichts Neues dazugekommen. Zumindest sehe ich jetzt gerade nichts. Das Schiffswrack ist jetzt diesmal da. Das war ja beim letzten Mal da oben. Also das wandert auch ständig. Ja, das hört sich auch komisch an, das wandert ständig. Also bei jedem Service ist es sowieso anders und ich glaube, wenn es abgelootet ist, dann ist es nach 20 Minuten woanders oder so. Genau weiß ich das auch nicht, das habe ich auch noch nicht so hundertprozentig mitbekommen. Müsste ich vielleicht nochmal nachfragen oder selber, wenn ich dann irgendwann mal ein U-Boot habe, mal mehr anschauen. Ja, ich weiß es wie gesagt noch gar nicht. Und ja, dadurch, dass wir es jetzt extremst früh haben, kann ich natürlich wirklich hier auch in Ruhe fahren. Also wir haben jetzt gerade 7 Uhr morgens. Also es ist quasi gerade 7 Uhr geworden. Bin dementsprechend sau früh aufgestanden am Samstag. Was eigentlich total unüblich ist für mich. Ich bin zwar kein Langschläfer, aber normalerweise stehe ich nicht unbedingt so früh samstags auf und nehme dann auch direkt auf. Das ist halt dementsprechend, weil es gestern überhaupt nicht funktioniert hat mit dem Aufnehmen. Darum dachte ich mir, damit ihr auch was zu sehen habt, mache ich das einfach jetzt. Und ja, dann ist das nicht ganz so tragisch. Aber ich werde wahrscheinlich jetzt nur komplett das LSD verarbeiten für euch und dann könnte ich dann auch mich einfach so auf den Weg machen zum Strecker. So, der Pascal verbunden, getrennt. Okay, ich habe keine Ahnung zum einen, wer dieser Pascal ist und warum der denn überhaupt verbindet und direkt wieder geht. Ist ein bisschen eigenartig gerade. So, jetzt ist es ja Gott sei Dank nicht mehr allzu viel, was wir verarbeiten müssen. Aber hier ist es schön ruhig und man hat ja auch so viel Platz zum Landen. Ich hätte eigentlich auch direkt vor dem Typen landen können. Aber das habe ich jetzt erst im Nachhinein gesehen, dass hier nichts steht. Ich dachte, hier steht noch weitaus mehr Zaun drumherum oder irgendwie eine Laterne, wo wir dran hängen bleiben könnten oder Felsen. Aber das ist jetzt auch kein weiter Weg. Also wir müssen ja nur an diesem kleinen Häuschen hier vorbeilaufen. Dann sind wir ja schon am Heli. Das ist ja wirklich nicht das Problem. So. Gut. Dann schnabbeln wir uns mal da letzt, obwohl da ist noch mindestens zweimal muss ich laufen. So. Naja, gut. Dann würde ich einfach mal sagen, wir machen mal hier Schluss und sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann.